Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Gears of War 5. Nach einer kurzen Pause. Ich habe mal wieder ein bisschen Tee eingeschaltet. Dies, das, man kennt ihn. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, ich schnappe mal wieder meinen Controller. Weiter geht's. Ich stand bei so weit wirklich die ganze Zeit nur rum. Ich habe nichts gemacht. Ich stand hier einfach nur rum. Gewartet. Ja, warte mal kurz. Ich muss mal kurz ein bisschen was im Aufnahmeprogramm. Bis vor wenigen Wochen kamen wir gut zurecht mit eurem sogenannten Schwarm. Dann hat sich alles geändert. Sie wurden klüger. Plötzlich trugen sie Rüstungen. Und sie stellten die hierher. Bedien dich, wenn du willst. Also, habt ihr allein gegen den Schwarm gekämpft? Ja, deshalb habe ich auch Bert erlaubt herzukommen. Wir helfen euch mit eurer Rakete. Ihr erkämpft für uns das Land zurück. Apropos, unsere Wasserversorgung wurde gekappt. Wir wollten sie wiederherstellen, ja. Aber euer Schwarm macht es nicht gerade leichter. Milde gesagt. Der Hammer hat zwar Priorität, aber... Sagen wir mal, wir helfen. Was braucht ihr? Unser Wasserturm. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Ich habe länger nichts von meinen Leuten dort gehört. Keine Ahnung, was da genau los ist. Schaut doch einfach mal vorbei. Okay. Jetzt die Frage aller Fragen. Seid ihr Kinder wirklich vorbereitet? Euer Skiff steht jedenfalls auf der Startbahn und die Wüste wartet. Ja, dann los. Schnell weg hier. Ach, dann ist das Skiff, okay. Ah, das ist zum Aufsammeln. Was haben wir hier Schönes? Ach, okay. Ah, was haben wir hier? Oh ne, Haxa MK1, ne, die hatte ich schon mal im Horde-Modus, die ist nicht so geil, das ist eine Einzelschusswaffe. Damit machst du immer so tap, 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 tap. Da hab ich Bock drauf, oh lol. Was meinte Baird? Ein kleiner Bürgerkrieg? Wohl kaum. In welche Waffe wird diese Scheiße reingeballt? Digga, ich würde gerne die Waffe zu dieser Munition sehen, ganz ehrlich. Die Dinger sind so riesig. Oh. Na komm, mach mal auf, Digga. So, komm, Fünfer, ne? Oder? Ja, ein Fünfer. Nice. Ich würde so gern am Ende des Spiels alles gelevelt haben, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Dafür müsste ich, glaube ich, wirklich alles mitnehmen und ich spiele hier sehr oberflächlich. Ich nehme hier gefühlt kaum was mit. Ich meine, ich nehme doch einiges mit, aber jetzt bei weitem nicht alles. Ach, der ist da hinten. Ah, ich dachte, ich muss hier gleich... Ach so, okay. Ich dachte, ich muss hier durch, aber okay, von mir aus. Ich war dieses Blitzsymbol überall, ne? What the fuck? Sag Bescheid, wenn du ein paar Tipps hast. Lol. Weißt du, nur einer von uns ist ein Stadtkind. Und ich bin's nicht. Ich komm schon klar. Okay. Komm ich überhaupt durch? Ha. Okay. Wer? Erwarten wir noch jemanden? Nein, tun wir nicht. Tja, das verheißt nichts Gutes. Das glaube ich jetzt nicht. Wollt ihr uns etwa aufhalten? Eigentlich. Daraus wird nichts. Kate. Du solltest ausnahmsweise mal zuhören. Kate. Ich höre zu. Ja, weißt du, ist nicht nötig. Ich bin fertig. Okay. Ich will dir helfen. Wenn ich darf. Wie bitte? Was? Dad hat mir von Mount Kadar erzählt, was ihr erfahren habt. Und, ja, ich weiß, dass du mir nicht traust. Nach allem, was passiert ist, was ich getan habe, kann ich es dir nicht verübeln. Und was sagt Jin dazu, dass du hier bist? Jin weiß nichts davon. Ach, wirklich? Und lass mich raten. Er will sicher auch nur helfen. Ja. Fast ist nämlich gar nicht so übel. Naja, bin ich eigentlich schon. Du hast dich nur an mich gewöhnt. Wer zum Henker sind die? Freunde. Sie kommen mit uns. Ja? Die gefallen mir nicht. War ja klar. Wenn du die beiden mitnehmen willst, von mir aus. Aber ich rede mit dir, nicht mit denen. Kommt ihr damit klar? Wie gesagt, ich will nur helfen. Bert. Tja.
Tja, dann los. Schwenken wir uns in den Raven und suchen ein paar Satelliten. Kein Raven. Die Sturmfronten da draußen bringen einen um. Also was? Sollen wir laufen? Hey Mann, wenn du laufen willst, nur zu. Wir haben andere Pläne. Ach, doch nicht mit dem Skiff, oder? Na schön. Aber erst habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ein großes. Klar. Dann rupf los. Du hast mich belogen. Und nach deiner Verletzung hast du dich zurückgezogen. Als würden wir dich gar nicht kennen. Ich war nicht wirklich ich selbst, ja. Das weiß ich. Und wer steht heute vor uns? Euer Freund. Ich wollte ja JD überreden, dass er seine dunkle Seite annimmt, aber irgendwie bringt ihr das Beste zum Vorschein. Okay. Ich dachte, jetzt kommt mehr Smalltalk. So, meine Gatling-Gun habt ihr nicht mitgenommen, ja. Ja, Arschgeigen, Alter. Letztes Mal habe ich doch noch eine Gatling-Gun draufgepackt. Warte mal, kann ich hier drauf sitzen? Na gut, wir warten hier. Wirklich, ich kann hier einfach nur drauf sitzen. Oh, ich dachte, ich kann mich jetzt hier hinfahren und die KI fährt mich jetzt irgendwo hin. Okay. Ich kümmere mich um die Navigation. Ich finde es cool, dass wir jetzt zu viert unterwegs sind. Sind die Kämpfe dadurch nicht irgendwie viel einfacher? Ich weiß, warum wir hier sind. Aber wo gehen wir hin? Ein alter Raketenhangar im Osten. Und übrigens, die Nomaden könnten auch Hilfe gebrauchen. Dann tun wir es. Moment mal. Du kannst nicht einfach sagen, tun wir es und die letzten Monate ignorieren. Del, komm schon. Nein, ist okay. Er soll es rauslassen. Nein, nein, das ist nicht fair. Du bist total vernünftig und ich will sauer sein. Dann sei sauer. Ich will hier nichts beweisen. Ich will nur helfen. So wie ich übrigens auch. Offensichtlich färbt sein Anstand auf mich ab. Ich glaube fast nicht. Irgendwas passiert hier. Irgendeine Scheiße ist am Map. Oh Gott. Der Tabfeldung hat mir gerade etwas verraten. Okay, geht's doch nicht so weit runter, wie ich dachte. Als der UR-Basis-Kommandant dachte, dass er gegen die Rebellen verliert, infizierte er alle Militärcomputer mit einer Art Bootsektor-Virus. Gab's hier nicht noch irgendwie eine Nemission? Wasserturm. Ach, das ist der Dreck. Fahren wir direkt mal hin. Let's go. Ja, Jack sollte in der Lage sein, die Schadprogramme auszuschalten und die Maschinen neu zu starten. Er braucht nur Zugriff. Okay, Bert. Verstanden. Hä, komm ich da nicht lang? Warte mal. Kurz Drift hinlegen. Hä? Wie komme ich da noch oben rauf? Ja, wir düsen hier nochmal ein bisschen rum, ne? Wir gucken uns nochmal in aller Ruhe um. Dürfte doch irgendwo ein Weg sein, oder nicht? Oder hier? Ja, hier dürfte der Weg sein, oder? Und dann hier rechts hoch. Ja, hier ist der Wasserturm, gut. Und da sind wir, da ist die Fahne, top. Oh, man sieht sogar wirklich, wie ich gedriftet bin. Cool. Na Leute, wir müssen ein paar Gegner töten und einen Wasserturm. Was machen die Lord Paddock hier? Aktivieren und so. Ihre Wasserversorgung wieder in Gang bringen. Der Panzer sieht geil aus. Ich hoffe, ich kann mal mit einem Panzer fahren. Ich hätte so unbedingt Bock auf einen Panzer hier in diesem Spiel. Ich glaube, wir haben das Problem entdeckt. Gehen wir rein und säubern den Laden. Ach nee, als wäre das nicht offensichtlich gewesen, dass die hier sind. Ich meine ja nur. Schnapp sie dir. Los, kämpf für uns. Oh Gott, jemand bei mir im Aufgang hat gerade die Tür zugeknallt. Das habe ich bis hier gehört. Finish him! Oben sind Scharfschützen! Sie haben sich oben verschanzt! Junge! Oh, war das Nachladen? Haben wir gerade eine Granate geworfen? Jo. Oh, die Kontrollfähigkeit hat nachgelassen. Oh, die Länge schießt, desto präziser ist die Waffe. Okay. Boys, please. Sag mal nicht. Ja, ich hab auf Jack geschossen? Ja, ich hab auf Jack geschossen. Alles klar. Toll! Junge, was ist das hier? Ist ja. Hab ich eine Granate? Ja, ich hab eine Granate. Okay, gut.
Ich glaube, diese Waffe ist für dieses Gebiet nicht so geil. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Ich habe es einfach mal gefühlt. Ich wüsste gerne, wo der Scharfschütze ist. Und ich wüsste gerne, wie ich gerade getroffen wurde. Scheißteil! Das Ding ist auch ehrlich gesagt echt scheiße, was ich gerade habe. Ich muss pushen, sonst wird das hier nichts. Die geht immer so viel Damage, dass es sich eigentlich gar nicht wirklich lohnt. Und was jetzt? Du hast mich geblendet, willst du jetzt reinrennen oder was? Nein, natürlich nicht. Die Blendgranate war absolut nicht verschwendet. Und geht, ne? So, wir warten noch eine Sekunde, dann holen wir uns wieder einen Teamkollegen. Und zwar ihn da oben. Und es geht. Jack, schnapp sie dir! Oder den Scharfschützen, Bruder. Ja, wir haben den Scharfschützen. So, jetzt fickt die Gegner von hinten weg. Snipe ist tot. Komm schon, Snipe. Scheiße, die sind verdammt viele. Okay, der erste Gegner ist schon tot da oben. Ich stehe jetzt einmal kurz, bis er die wegsnipet. Fertig. Er kommt runter. Oh, wie geil. Das heißt, ich brauche nicht mehr da oben irgendwie auf den Scharfschützen schießen, sondern er ist jetzt irgendwo hier unten lang unterwegs. Top. Peek, Bitch. Yo. Uns Turm gesichert. Gute Arbeit. Da ist jemand drin. Ach, ignorieren wir einfach. Einfach ignorieren. Na los, komm schon. Zucker. Raus. Hier drin ist niemand. Lol, der Tarnung? Oh, schöner Trick. So hast du also überlebt. Namira! Koge koi! Okran posi durtini opsa faschist! Ich höre da nicht gerade Dankbarkeit. Okay, Data. Schnappt euch alles, was nützlich ist. Dann los. Hot abgeschossen. Eins von drei? Es gibt noch. Ich dachte, ich muss nur ein Ding machen, dann bin ich durch, aber. Oh, Wir haben gerade eine Pionierin beim Wasserturm gerettet. Sie war. Anstrengend. Oh, sie hat also überlebt, das ist wundervoll. Wir brauchen immer noch Hilfe. Geh zur Pumpstation und zu den alten Docks. Wir bohren dort noch Grundwasser. Okay, wenn wir Zeit haben, sehen wir es uns an. Delta Ende. Uhi. Ich frage mich, ob ich in die anderen Gebiete nochmal zurückgehen kann. Diese Pionierin zu treffen, war so wie die ganze Tragödie von Vaska in 5 Minuten zu erleben. Wem sagst du das? Auch wenn sie mich an meine Mutter erinnert. Okay. Warum du so bist, wie du jetzt bist, ergibt plötzlich viel mehr Sinn. Ein bisschen auf jeden Fall, ja. Ich guck mal kurz auf die Karte, ob hier vorne irgendwas ist. Da hinten ist das Missionsziel. Das heißt, ich könnte das hier gleich mitnehmen. Das ist eigentlich quasi direkt auf dem Weg. Also das nicht mitzunehmen wäre irgendwie dämlich. Also donnern wir da mal hin. Lol, oh Gott, sieht das geil aus. Junge! Sieht ja richtig geil aus hier. So, dann ziehen wir mal hier nach links. Okay, hier vorne muss ich lang. Wuhu! Halbes Mario Kart. Ich brauche nur irgendwelche Items, die ich werfen kann. Und ich brauche natürlich auch noch Gegner. Ich finde es schade, dass man hier nicht rumfahren und ballern kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre so cool, wenn noch irgendwelche anderen Leute hier rumfahren würden, die man wegballern kann. So ein paar Lokos irgendwie mit so einem Ding. Das wäre schon cool. Warte mal. Wir haben das Ding vorbei? War hier nicht irgendwas mit Wasser? Hä, das ist direkt vor mir. Das hey, muss hier sein. Das muss die Pumpstation sein. Halten wir an? Natürlich halten wir an, Bruder. Liegt direkt auf dem Weg. Okay, sehen wir uns das näher an. Wir werden die Quest wahrscheinlich nicht abschließen, aber wo wir schon mal hier sind, nehmen wir gleich mit. Oder ein Mesus. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Das klingt so einladend. Ja, ja, dort mir. Ja, ja, Katze. Hey, alles klar da hinten? Können wir helfen? Oh, Kog. Erster Nüsternöi. Entbarst ein Ziel in Pong. Robot, Obukis. Hofant Babin. Robot, Obukis. Halt, Roboter. Ich denke, er braucht Jacks Hilfe. Ota, Ota. Robot, Obukis. Robot, Obukis. Boah,
Ich hab keine Ahnung, was der gelabert hat, ganz ehrlich. Haltet sie auf! Ich wollte gerade fragen, was das da hinten ist, aber das ist das, ist der Schirm von unserem. Segel eigentlich, ne? Segel, ja. Segel. Das ist ein Segel von unserem Schiff. Skiff, mein Gott! Shit, über uns! Und da, 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 da! Lass sie nicht an die Pumpen! Ich glaube, zu zweit wäre das ein bisschen schwer hier schon so, aber wenn wir hier zu viert stehen und alles wegfallen, die haben ja gar keine Chance. Diese Mission sind wir zu viele. Oh, verdammt, das sind noch mehr! Dafür müssen wir ein bisschen Teambeschuss machen, damit es ein bisschen ausgedünnt wird hier. Eigentlich brauche ich ja nicht mal ballern, eigentlich kann ich nur rumstehen, glaube ich. Schnapp, schießen muss ich also. Weißt du was? Wie gefällt die Einstellung dieses Kerls? Ich habe keine Ahnung, was seine Einstellung ist, ich verstehe ihn immer noch nicht. Jetzt kommen Gegner, jetzt! Geil hier. Gib mir eine Sekunde, Bruder. Warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Hab eines der Ziele erwischt! Eine Elektrofalle. Easy. Oh, das war's schon. Okay. Ich sehe keine mehr. Idee kam bis zu spät. Alokba? Was? Jack, hilf dem Mann mal. Gar nicht gesehen. Ja, ja, und da! Nun, wir nicht Robot. Wo best nachher? Komm, Elina und ich. Tja, ja, gut. Der klingt glücklich. Paddock, deine Pumpstation läuft wieder einwandfrei. Freut mich zu hören. Bald können wir wieder ab und dann duschen. Dann bleiben nur noch die alten Docks und der Bohrer. Wenn du Zeit hast, geh bitte dorthin. Gut, wir tun, was wir können. Data Ende. Hat er mir gerade schon wieder zwei Sachen aufgezählt? Hat er mir wirklich gerade schon wieder zwei Sachen aufgezählt? Ich dachte, es fehlt nur noch eine Sache. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Da hinten ist das letzte Ding. Oh, darf ich das auch noch mitnehmen? Die Karte sieht groß aus. Oder auch nicht, okay. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mit, ne? Ich würde echt sagen, wir nehmen das. Wir drehen einfach um und nehmen das schnell noch mit, dann habe ich das wenigstens fertig. Kann man mir diesbezüglich keine Vorwürfe machen, hä? Ach lol, das ist die Vorderseite von dem Ding. Schön. Ich fahre. Rückwärtsgang, okay. Und let's go! Warte, warte mal! Ist hier vorne nur diesen Einweg? Lass mich noch kurz auf die Karte gucken. Ja, es gibt nur diesen Einweg hier vorne, okay. Also muss hier nochmal lang, okay. Aber ich will das jetzt einfach fertig machen. Okay, wir haben jetzt 2 von 3. Also nehmen wir das dritte auch noch mit. Das ist hier unten direkt. Das müsste das Ding da hinten sein. Oder? Nee, hä? Da vorne ist es? Wuhu! Dass das Ding nicht kaputt geht, ne? Dass er nicht irgendwas wegbricht oder so. Wenn wir zum Arschbaum hinlegen. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Ah, hier vorne ist der Weg nach unten. Wuhu! So, wie mache ich das jetzt am schlausten? Einfach an Dock. Okay, wir nähern uns den alten Docks. Sehen wir mal nach Paddocks Bohrer. Okay, sehen wir mal, wie es Paddocks Bohrer geht. Mies, schätze ich mal. Sieht bis jetzt danach aus. Ach nee, wirklich? Na, da kommen schon die Gegner. Hier wimmelt's ja nur von Schwarm. Natürlich kommen die genau dann aus der Erde, wenn wir da sind, ne? Wir mal an! Erledigen wir sie, Data! Was? Der ist kurz anvisiert, aber piu, duft tot. Geil, Digga. Hat mir richtig gut gefallen. Nice. Der hat ja diesen Scheiß, dieses komische Down-Ding da. Das hatte ich auch schon mal gehabt. Drop-Down oder so hieß das Ding. Das Ding schießt so halt einfach, es fährt am Bildschirm lang, geht nach unten und dann ist alles unter der tot. Okay,
Sehen wir mal, wie es Paddock Spora geht. Mies, schätze ich mal. Sieht bis jetzt danach aus. Aha. Toll. Hier wimmelt's ja nur von Schwarm. Sie sehen uns noch nicht. Ein paar können wir leise ausschalten. Komm, wir finden die Scheiße. Hier. Jack, Schockfalle. Perfekt. Boten entdeckt! Fangen wir mal an! Erledigen wir sie, Delta! Brandgranate! Er geht weg! Auf Hilfe! Ihr macht mich fertig. Oh, Leute! Was ist das bloß für eine Scheiße? Ich sag's euch, danach ist Paddock uns einen Gefallen schuldig. Das ist doch gar nicht dein Ernst, oder was? Oh ja! Er ist tot, okay, top. Arschgeil. Dass die Kugel so gut wegsteckt, ne? Das ist echt krass. Mann, das ist Kugeln, Digga. Einen im Kopf und das war's mit dir normalerweise. Aber die erwischt. Schlucken ja genauso viel wie ich. In diesem Spiel. Oh! Oh. Da ist auch noch einer! Ey, in diesem Spiel mit Sturmgewehr oder irgendeinen anderen Waffen auf Distanz zu kämpfen, ist einfach ein Albtraum. Alter, es ist einfach ein Albtraum. Da kannst du nichts zu sagen. Es ist einfach ein Albtraum. Ich meine, die Präzision in diesem Spiel ist quasi nicht vorhanden. Komm. Ziel ausgeschaltet. Meine Güte. Hätte er jetzt einmal hohen, reißt den Typen den Arsch auf. Fertig. Okay, ja. Delta. Alles klar? Sauber. Ja, hier auch. Paddock, wir haben die alten Docks gesäubert. Dein Bohrer sieht okay aus. Sollte unbeschädigt sein. Vielen Dank dafür. Probiert ihn doch aus. Aber wenn er zu zittern beginnt und raucht, lauft. Okay. Wir müssen wahrscheinlich laufen. Ach, da unten muss ich hin. Ich glaube nicht, dass das Ding jetzt einfach direkt funktioniert. Tut mir leid, aber da glaube ich einfach nicht dran.